Herzlich willkommen zur wöchentlichen Ausgabe von Crash with Chris. Aufgepasst, US-Berichtssaison für das vierte Quartal startet und wir haben am Freitag haben wir Big Players im Bankensektor der USA, die für Q4 Daten liefern. So aufgepasst, plus neue Sektorenübersicht in Swipe Stock, sehr praktisch, jetzt verfügbar. Ja, zunächst einmal der Risikohinweis, ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Natürlich Anlagen in CFDs und Forex sind auch mit Risiken behaftet. Da haben wir hier auch der Warnhinweis. Dann haben wir unseren Überblick, wie immer Top News mit Kurstrends und Insights. Dann die Swipe Stocks Hall of Fame mit den besten Tradern bei Swipe Stocks. Da gab es einen besonderen Wechsel, also aufgepasst. Dann die Märkte mit Indizes, Forex und Rohstoffen. Dann Top-Werte, Termine, die jetzt wichtig werden und Folge. Swipe Stocks neue Sektorenfunktion. Finde Unternehmen eines Wirtschaftsbereiches. Einfach im Menü auf Märkte klicken und dann oben auf den Reiter bei Sectors und zum Beispiel Konsumgüter und dann findet man eine weitere Übersicht, zum Beispiel Kleidung. Und wenn man dann will, kann man sich einen der Werte aus dem Bereich Kleidung heraussuchen, zum Beispiel Inditex oder die Nike. Sehr, sehr praktisch und da muss man gar nicht lange suchen. Ja, aber gucken wir uns mal die Kurstrends an. Dow Jones jetzt mit einem Plus von 2% auf ein Monatssicht und 11% auf einer langfristigen Sicht, auf einer langen Zeithorizont, also nach wie vor gutes Investment hier. FTSE plus 1, plus 5 und plus 3 ebenfalls gut und DAX hat sich auch ebenfalls erholt, plus 2, 1 und 2. Dann der spanische IBEX, der macht jetzt auch einmal einen guten Lauf hier nach den ganzen negativen Tendenzen, plus 3, plus 1, plus 1. Euro, US-Dollar unverändert, plus 2, plus 2, plus 1. Und der einzige, der hier raussteht, ist der US-Dollar gegen japanische Yen, minus 1, minus 2 und minus 1. Cable unverändert, 1 und 2. Und final die Rohstoffe, 0, 6 und 2. Nach dem Peak holt sich das. Das sind die Insights von heute. USA-Berichtssaison zum vierten Quartal beginnt. Donnerstag sehen wir erste Zahlen der Bank of America. Und am Freitag wichtige große US-Banken, die folgen wie Wells Fargo, JP Morgan und den Finanzdienstleistungs- und Investment-Company BlackRock. Ein Major Player, der auch in vielen DAX-Konzernen investiert ist. Anleihen dann, 10-jährige Staatsanleihen liegen erstmals wieder über 2,5% Rendite. Europa, Wahlen in Italien am 8. März und Brexit sorgen weiterhin für Unsicherheit. Rohöl, Zeichen stehen weiter auf Kursanstieg. Politische Unruhen im Iran nehmen nicht ab. Dazu kommt der jüngste Rückgang der Ölreserven der USA und die Produktionskürzung der OPEC, die jetzt eng beieinander stehen, zusammen mit Russland und Euro-US-Dollar. Euro verliert große Teile seines Tops bei 1,20, 83 US-Dollar und jetzt tendiert er bei 1,19, 18. Verbraucherpreisindex in Europa und Industrieaufträge in Deutschland hatten enttäuscht, werden als eine der Gründe herangezogen. Gold, US-Dollar-Stärke sorgt für Verkaufsstimmung und Gewinnmitnahmen. Beim Autozulieferer Conti und nur noch Reifenhersteller natürlich spekuliert der Markt über eine Aufspaltung des Konzerns und separate Börsengänge von Unternehmensteilen. Vielleicht kommt man auch im Gespräch mit Mitbewerbern und bringt Unternehmensteile zusammen und haben wir noch eine News vom US-Dollar. Hier ist die Swipe Stocks Hall of Fame, die besten Trader auf Tages-, Wochen-, Monats- und All-Time-Sicht mit den höchsten Profiten. Ja, wir haben schon den Swipe Stocks Web Trader und wir sind hier im Leaderboard, hier in der besten Liste. Wir starten mit unseren Anpassungen hier und zwar geht es klar, höchster Profit und Verlust. Natürlich sind das hier die besten und die größten Gewinner auf Tagesbasis werden angezeigt. Das komplette Video nur auf Swipe Stocks. Swipe Stocks, kopiere die besten Trader. Einfach direkt unter swipestocks.com einwählen in den Webtrader oder die App herunterladen für iPhone oder Android. Und wenn man noch kein Konto hat, einfach innerhalb von 5 Minuten unter swipestocks.com ein Live-Konto eröffnen. Und dann kann man direkt unter swipestocks.tv im Hauptmenü hier links alle Videos sich angucken, inklusive des neuesten Videos. Und das Ganze inklusive der Insight-Einblicke, Analyse der 7 Hauptmärkte, Top-Werte der Woche, wichtigen Terminen und bisherigen Videos.